Ganz so leicht war den Spielern von BVB-Trainer Jürgen Klopp die Aufgabe in Stuttgart zwar nicht gefallen, doch anders als bei den vergangenen Ligaspielen vor einem Champions-League-Auftritt gingen die Dortmunder diesmal als Sieger vom Platz. Nach 20 Minuten hatte es danach gegen den VfB allerdings nicht ausgesehen. Doch der 0:2-Rückstand weckte die bis dato lethargischen Schwarz-Gelben auf, dank einer großen Leistungssteigerung und eines Dreierpacks vom überragenden Marco Reus reicht es am Ende durch das 3:2 doch noch zu drei wichtigen Punkten im Kampf um Platz 2 und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein für die ganz schwierige Aufgabe in der Königsklasse am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid. Bayern schläfrig nach Titelgewinn. Die Rekord-Bayern präsentierten sich am Wochenende nach dem frühesten Titelgewinn in der Liga-Geschichte über weite Strecken eher schläfrig. Die Konsequenz: nur ein 3:3 gegen Hoffenheim und der erste Punktverlust nach 19 Ligasiegen in Serie. Weitaus schlimmer für die Bayern: Thiago zog sich einen Teilabriss des Innenbandes im rechten Knie zu und wird dem FCB wohl den Rest der Saison fehlen. Bayer patzt erneut. Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Qualifikation zur Champions League den nächsten Rückschlag erlitten. Statt nach dem Sieg in Augsburg nachzulegen, kam die Werkself gegen Tabellenschlusslicht Braunschweig nicht über ein 1:1 hinaus. Der Vorsprung auf den 5. Wolfsburg ist damit auf nur einen Punkt geschmolzen und der wichtige Platz 4 für Sami Hyypiäs Team in großer Gefahr. Hamburg rutscht auf Abstiegsrang. Der Hamburger SV steuert nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach weiter Richtung Abstieg. Trotz seiner zwischenzeitlichen Führung unterlag der Bundesliga-Dino am Ende mit 1:3 und rutschte damit auf Rang 17 ab. Der erste Bundesliga-Abstieg nimmt für den HSV immer konkretere Formen an. Der Ausraster der Woche. Abstiegskampf ist nichts für schwache Gemüter. Nach der bitteren 2:3-Niederlage seiner Nürnberger in Freiburg ging Trainer Gert-Jan Verbeek nach dem Spiel verbal auf seinen Kollegen Christian Streich los. Wenn man sieht, wie der Trainer mich beschimpft hat, das ist unverschämt, brutal, respektlos. Wie ein Verrückter hat er agiert, bei jedem Mal, wenn etwas passiert ist, das ist kein Kollege. Am Tag danach relativierte er seine Aussagen zwar, gab sich allerdings weiter unversöhnlich. Der beschuldigte Streich konnte mit den Vorwürfen wenig anfangen. Er hatte nach dem Befreiungsschlag seines Sportclubs allerdings auch deutlich weniger Grund zum Ärger.